Guten Abend zum Weltspiegel. Sie kommt wieder, die Freude am Leben. Zum Glück, morgen ist Sommeranfang und fast alle sprechen über Urlaub. Ja, es geht wieder, in den Urlaub auch außerhalb der deutschen Grenzen zu fahren. Unser Korrespondent Christian Limpert hat sich in Kroatien, dort wollen besonders viele hin, umgeschaut und die ganze Spannbreite zwischen Party und Sorge vor der Ausbreitung der neuen Delta-Variante des Coronavirus mitbekommen. Isolirani Otoci, isolierte Inseln. So haben sie Orte wie hier die Insel Brač in den letzten Monaten genannt. Doch jetzt hoffen sie alle auf den Neustart. Die ersten Hotels haben geöffnet. Für den Sommer verzeichnen viele von ihnen Rekordbuchungen. Und auf dem Festland bereits dieses Bild. Party in einem Park in Split. Hier feiern hunderte Touristen und Einheimische. Die neue Delta-Variante ist kein Thema. Corona gibt's wahrscheinlich nicht mehr. Keine Ahnung. Also hier ist jeder glücklich. Wahrscheinlich wird das Ganze in 2 Monaten wieder explodieren. Also ich muss Montag zur Arbeit. Falls ich Covid bekomme und hängen bleibe, dann habe ich meinen Laptop dabei. Der Reihe nach. Samstagnachmittag im Hafen Split. Die Urlaubsjachten starten wieder. Marina Pavlovic von einer Reiseagentur beim Check-in der ersten Gäste. Die Belehrung zum Gesundheitszustand ist Vorschrift. Wenn sie sich nicht gut fühlen, so als ob sie Fieber bekommen könnten, müssen sie uns das so schnell wie möglich sagen. Dann können wir sofort reagieren, Temperatur messen, einen Arzt rufen. Wir tun alles, um zu vermeiden, dass später an Bord etwas passiert. 28 Touristen aus Deutschland, den USA oder Belgien, eine Woche auf einem Schiff. Susanne und Gerhard Steiner sind aus der Schweiz angereist. Beide geimpft, frisch getestet und deshalb komplett entspannt. Ja, ist sicher interessant, auch neue Leute kennenzulernen und von verschiedenen Ländern, denke ich, oder hoffe ich. Mal schauen, was auf uns zukommt. Der Abend vor der Abfahrt, Welcome Drink an Bord. Die Reiseleiterin stellt die Crew vor, alle geimpft und die Regeln an Bord. Im Salon gilt eine feste Sitzordnung, auf dem gesamten Schiff Abstands- und Hygieneregeln, darauf ein Prost. Jubilee. Aida, unsere Reiseleiterin, ist die Königin des Redens. Sie wird die Gäste täglich darauf hinweisen, was wir empfehlen und welche Regeln sie beachten müssen. Ob alle an Bord gesund bleiben, wird sich noch zeigen. Zur gleichen Zeit in der Altstadt von Split. Von strengen Regeln ist hier nichts zu spüren. Viel Betrieb, wenig Abstand, fast wie in einer ganz normalen Vorsaison. 10:30 in einem Park. Party mit mehreren hundert Menschen. Offiziell erlaubt sind in Kroatien derzeit noch maximal 100 Menschen. Kontrollen gibt es hier keine. Unter den Feiernden sind auch Anna und Nele aus Bayern. Die beiden studieren hier Medizin, beide sind geimpft. Mit den Touristen seien endlich auch die Partys zurück in der Stadt, sagen sie. Ich denke, es ist schon schön, vor allem für die Jugend, ja, dass man endlich wieder raus kann. Das gehört zum Studium dazu. Halt, man büffelt den ganzen Tag und dann zumindest am Abend mal neue Leute kennenlernen, mal alles hinter sich lassen, einfach mal sein zu können. Schon geil. Geil, friedlich, ausgelassen. Punkt 23 Uhr endet die Musik ganz nach Vorschrift. Und für die meisten hier ist tatsächlich Schluss. Nur für ein paar wenige war das heute wohl zu viel Nähe. Kleine Schlägerei, genau wie es sie vor Corona auch immer mal wieder gab. Der nächste Vormittag. Zurück auf die Urlaubsjacht mit Kurs auf die Insel Brač. Auf dem Deck gegenseitiges Näherkommen. Perfektes Thema zum Starten, wer ist geimpft? Hier an Bord sind es alle, sagen Susanne und Gerhard, ein gutes Gefühl. Jetzt, wo wir geimpft sind, ist natürlich eine gewisse Sicherheit, auch wenn noch nicht alles vorbei ist. Aber es ist immer etwas, ein Schritt weiter, dass es immer sicherer wird und dass man eigentlich problemlos reisen kann. Auch. Schon wieder ein Willst Selfie. Du draufdrücken hier? Ja, ich drücke. Selfie vor dem ersten Highlight der Tour, Zlatni Rat, das Goldene Horn, einer der berühmtesten Strände Kroatiens. Nur ein paar Meter entfernt das Hotel Ella Fusa, beliebt bei deutschen Touristen. Hotelchef Vinko Martinic ist hoffnungsvoll. Im August könnte er ausgebucht sein. Das behördliche Label Safe Stay in Croatia soll beweisen, diese Unterkunft garantiert höchste Sicherheit. Dazu gehört eine maximale Besucherzahl an der Rezeption, im Restaurant und am Pool. Noch ist das kein Problem, nur ein Drittel der Zimmer sind belegt.
Das Ziel sei ein ausgebuchtes Hotel mit 600 Gästen, sagt Winko. Damit sich auch dann alle an die Regeln halten, habe er sein Personal extra geschult. Es ist nicht leicht, die richtige Balance zu finden, aber okay. Wir sind ja froh, dass wir überhaupt in der Lage sind, unsere Gäste wieder zu begrüßen. Das zählt. Wir schauen jetzt auf unsere Gäste und nach vorne auf eine großartige Zeit. Wir geben unser Bestes, um ein sicheres Umfeld zu bieten und um die beste Saison zu haben, die möglich ist. Zurück auf Sonnendeck auf dem Weg zur nächsten Insel. Jede Liege ist genau einem Gast zugeschrieben. Auch das gehört zu den behördlichen Vorschriften. Sollte wirklich jemand an Covid erkranken, greift ein Notfallplan. Die Behörden entscheiden dann, ob das ganze Schiff in Quarantäne muss. Der erste Badestopp. Laut Vorschrift dürfen jetzt nur drei Leute gleichzeitig die Badeplattform betreten. Auch das nehmen sie hier in Kauf. Das Wasser hat wohl 22, 23 Grad. Also richtig Sommertemperatur. Besser kann man es nicht haben. Ich muss wieder rein. 4 weitere Tage, 4 weitere Inseln. Krank geworden ist niemand an Bord der Adriatic Sun.